Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Omsi. Mein Name ist total unwichtig von Next Gen Games. Ja, und heute mal wieder auf einer kleinen Testfahrt auf der Beta-Map von Daredevil, nämlich der Map Hellersdorf. Heute mal auf der Linie 500. Das ist eine Ringlinie. Ja, ich werde jetzt... wo werde ich jetzt eigentlich hinfahren? Jetzt wartet mal, das stelle ich mir jetzt erstmal ein. Wir sind ja hier wieder mal live dabei. Ja, die Linie 500 wäre das. Umlauf 2, was sagt er uns denn? Oh, in 2 Minuten Abfahrt Neuenhagener Straße. Ich hoffe, da bin ich jetzt auch. Was steht denn hier? Da steht nix. Das liegt daran, dass hier wahrscheinlich Pause steht. Dann werde ich sagen, fahre ich jetzt einfach mal an die erste Haltestelle. Was hupt denn hier? Was hupt denn da? Willst du wohl aufhören, mich anzuhupen, Golf? Du wartest jetzt, bis ich draußen bin. Ja, wo geht's denn hier los? Ich bin ja jetzt schon mal Hellersdorf die Version 1 gefahren. Da war so ein bisschen das Problem, dass mir die Hilfspfeile irgendwie zwar geläufig waren da vorne, allerdings nicht über den Haltestellen. Deswegen hoffe ich mal, ich werde jetzt hier keine Haltestelle überfahren. Oh, Lenkrad. Moment. So. Wollte doch sagen, irgendwie fehlt hier eine Vibration. Ja, wir fahren heute mal Line City DD. Habe ich mich entschieden nach langer Zeit. Ja, mal schauen, wie das Ding so fährt. Gut aussehen tut er schon mal. Ja. Teilweise. So. Da war ein Pfeil geradeaus, also fahren wir nach geradeaus. Ich habe auch keine Ahnung, ob der Bus jetzt geeignet ist für die Route. Ich hätte auch den NG genommen, den gibt es ja noch nicht. Ah. Guckst du hier, da haben wir doch was. Eieiei, klapper, klapper. So. Huch. Was stand denn hier? Neuenhagener Straße, das klingt doch schon mal sehr gut. So. Die Matrix. Und probieren wir mal die 1. Barnin. Barnin klingt gut. Falsch, Barnin. Gut. Ja, dann lasse ich euch mal rein. Hm? Hallo. Guten Morgen. Ja, es wird immer suspekter. Je öfter ich hier irgendwie mit Omsi rumgucke, desto öfter sprechen die Männer wie Frauen und die Frauen wie Männer. Ich habe keine Ahnung, warum das so ist. Was mir hier irgendwie so ein bisschen fehlt, ist der Linienverlauf. Aber, ja, keine Ahnung. Entweder ist er hier noch nicht integriert oder ich bin gerade so doof, ihn zu finden, da ich das erste Mal mit dem DD fahre. Also wir haben ja jetzt eigentlich eine Doppelpremiere hier. Hellersdorf Version 2 Beta, Test der Linie 500 und meinerseits Test des DDs. Ja, fahren wir einfach mal los. Es müsste eigentlich soweit sein. Gott, was laber ich hier schon wieder? Oh, Hilfe. Ja, hier meint er die Kurve etwas gut. Ja. Ich glaube, der Bus ist etwas zu groß für diese Linie. Eigentlich sollte ich hier weit genug ausgeholt haben. Gut, das war wahrscheinlich nur der Gehsteig. Die Laterne steht noch. So. Ja, nee. Ja, jetzt habe ich gepennt. Ich fahre noch. Das war noch neongrün wie immer. Ihr kennt mich ja. So. Ja, der Linienverlauf geht, soweit ich das eben gesehen habe, eine halbe Stunde. Mal schauen, inwieweit wir das einhalten. Hellersdorf 1 hatte ich ja kein Let's Play gemacht. Ich bin es zwar mal abgefahren, aber... Ja, was mir jetzt gerade mal auffällt... Ich weiß jetzt gar nicht... Hat er das jetzt in der Beta prinzipiell umgesetzt, oder...
Also das finde ich schon mal sehr schön. Du hast hier jetzt auch die Haltestellennamen angegeben. Das finde ich super. Die haben wir nämlich in der Version 1 gefehlt gehabt. Ansagen haben wir noch keine. Die kommen aber wohl noch, soweit ich das verstanden habe. Es ist jetzt auch nicht die aktuellste Version. Die hat er mir schon vor ein paar Tagen geschickt, aber ja, ich dachte mir einfach, ich fahre jetzt einfach mal. Ich wollte es die ganze Zeit schon mal machen, kam aber schlichtweg nicht dazu. So. Ja, ich hätte vielleicht einen etwas kleineren Bus nehmen sollen. Hilfe. Er ist ja, glaube ich, nun etwas länger als die Standard Line Cities, oder täusche ich mich jetzt? Oh, Moment. 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 Ja, da fehlt jetzt ein Hilfsfall, den müssten wir hier vielleicht nochmal einfügen. Okay, da schaut was nach... Ah ja, okay. Das erübrigt sich, glaube ich, hier. Also hier vielleicht mal ein Hinweis, da würde ich nicht unbedingt da direkt, ja, so ein Backdrop setzen. Es ist ein bisschen ungünstig. Wenn man jetzt nach rechts schaut, sieht man den Backdrop da so auf der Straße hängen. Da würde ich vielleicht eine Kurve reinbauen oder wie auch immer. Ist ja prinzipiell immer so eine Empfehlung, die ich gebe. Oh, Janine mal wieder lebensmüde. Janine, mach nur so weiter. Er hält auch noch schön brav. Er hält an. Er hält für Janine. Ich halte nie für Janine. Ich gebe erst recht Gas, wenn Janine kommt. So, jetzt aber, komm. Ja, nein, du bleibst hier. Ah! Ja, genau. Ja, hier durchqueren oder überqueren Leute die Straße, wo es eigentlich nicht so angebracht wäre. Da hängt irgendwie ein Gehsteig über. Rechts eben. Und ich parke hier wieder total sympathisch auf der Straße, so mittendrin. Dass auch ja keiner nach links oder rechts oder wie auch immer neben mich fahren kann. Das macht man halt so. Habt ihr vielleicht auch schon von gehört. Ja, Was jetzt irgendwie ungünstig ist, ich sehe die Ampel nicht. Müssen wir mal Außenansicht machen. Ja, Benz, ich weiß, du willst drüber. Es geht aber jetzt trotzdem nicht. Ich stehe hier. So. Hä? Hä? M00? Wieso steht jetzt M00 am Bus? Da stand doch vorhin noch 5. Okay, ein Busbug, würde ich sagen. Also ihr habt es ja am Anfang gesehen, da stand 500 am Bus. Keine Ahnung. Ist vielleicht ein Busdefekt, ein Matrix-Defekt live oder so. So. Naja, also... Was mir jetzt auffällt, wo ich einmal in der Gegend rumschaue und gleich wieder an der Haltestelle vorbei ras. Was mir jetzt auffällt, erstens mal sind meine DPI schon wieder zu schnell eingestellt und zum zweiten gefällt mir die Gestaltung hier schon deutlich besser jetzt als in Version 1, ganz ehrlich. Also Version 1 ist man ja sehr viel geradeaus gefahren. Man hat jetzt hier schon deutlich andere Kurvengestaltung. Habe ich zumindest jetzt das persönliche Gefühl. Vielleicht täusche ich mich auch, aber ja. Wir werden sehen. Wir fahren ja noch eine Weile. Ja, ja. Irgendwie fahre ich heute sehr weit wieder nach vorne. Aber man sieht die Ampel noch. Schaut ihr? Ja, nächste Haltestelle Pfahlstraße. Ich bin mal gespannt, ob das stimmt. Finde ich übrigens sehr schön gemacht hier mit der Anzeige. Wechselnd und so. Gute Idee. Oh, hoppala. Ja, man dürfte sich einfach nicht zu viel umschauen. Dann verpasst man direkt Sachen, die man mitbekommen sollte. Irgendwie erinnert mich das gerade an eine Autobahn, so etwas. Also Autobahn weniger. Ich vermute mal, es soll eine Bundesstraße sein. Oder? Nee. Oder? Nee. Keine Ahnung.
Nee, Bundesstraße haut auch nicht hin. An Bundesstraßen sind im Normalfall keine... Nee, ich nehme alles zurück. Das sind eigentlich keine Gehwege. So, haben wir jetzt hier die Fahlstraße? Ich hoffe es. Jawohl. Ja, hier haben wir wieder das etwas größere Problem des Bussteigs, der nicht direkt mit der Straßenkante abschließt. Da würde ich dir empfehlen, Daredevil, nochmal ja, vielleicht das Ganze hier ein bisschen zu pflastern. Ist ein bisschen unlogisch, dass die Leute so direkt über die Wiese latschen. Ach, hier die Helga, willst du mit? Nee, sie läuft schon so seltsam. Ich glaube, die hat getrunken. Die läuft so... Nee, dass die mir wieder im Bus sinkt, schnell weg. Ja. Ja, ja. Ist das doch Autobahn? Habe ich mich doch nicht getäuscht? Ich glaube, es ist doch Autobahn. War das ein Zubringer oder sowas? Zubringer, nennt man die Dinger überhaupt Zubringer? Nee, ein Zubringer ist ja eigentlich was anderes. Ach Leute, ihr seht schon, ich habe keine Ahnung von nix. Holla, jetzt wird's eng. Oh, jetzt wird's aber eng, ja. Jetzt wird es eng, da. Jawohl, ja. Ja, 50, die halte ich aber direkt nicht ein. So. Ich weiß gar nicht, ist Hellersdorf eigentlich fiktiv? Oder ist Hellersdorf eigentlich real? Das wäre auch nochmal so, was mich interessieren würde. Guten Morgen. Guten Morgen. Müsste man direkt mal nachgoogeln. Du Wahnsinniger. Er hat sich aber beherrscht und ist mir nicht reingebrettert. Das ist schon mal sehr gut. Und ich fahre ihm fast drauf. Oder habe ich sogar... Habe ich sogar geschafft? Nee, ich habe es nicht geschafft. Wahnsinn. Gerade noch so, wie immer. Wo geht's denn eigentlich lang hier? Geradeaus. Ja, ein sehr ausgefallener Name, Barnim. Ich weiß nicht, ist das... Bülow? Ist das vielleicht in Berlin? Ist Hellersdorf... Berlin-Hellersdorf? Berlin-Hellersdorf. Kommt mir aber irgendwie bekannt vor. Ich glaube fast mal... Oder? Jetzt weiß ich gar nicht, wo liegt die Map im OMSI-Forum. Liegt die unter fiktive Maps oder unter reale Maps? Sie liegt aber doch, glaube ich, unter fiktive Maps. Ja, es ist wieder mal so ein Punkt, wo man sich fragt, was macht der Typ mit einer Map, wo er keine Ahnung von hat? Das frage ich mich selber manchmal. Nun gut. Daredevil, du wolltest, dass ich teste. Ich kann es nicht ändern. Ja, Die einen oder anderen sagen sich auch immer wieder, warum nennt er sich eigentlich die Leute immer Daredevil und Bahnfan und so? Das hat sich Bahnfan übrigens auch schon gefragt. Ich werde natürlich hier die Leute nicht mit realem Namen nennen. Das ist so eine Eigenart, weil ich ja nichts von... von dieser Offenlegung von Namen etc. im Internet halte. Insofern nenne ich prinzipiell nur die bekannten Nicknames. Ich weiß natürlich, wie Daredevil heißt, ganz klar, aber ich sag hier halt Daredevil. So. Ja, die... Die haben heute noch gar nicht genölt. Die einen oder anderen werden sich vielleicht auch wundern und denken, ja,
was ist eigentlich hier los? Wieso macht ihr jetzt eigentlich ein Let's Play von jemand, wo es schon diverse Streitigkeiten gab, etc.? Ja, das liegt einfach auch daran, dass es durchaus auch Leute gibt, die auch dafür stehen, dass sie mal ihr Verhalten ein bisschen ändern. Und ich muss wirklich sagen, Daredevil macht auf mich, ich sag das jetzt ganz bewusst, macht auf mich den Eindruck, als hätte er das jetzt mittlerweile auch mal getan. Und das finde ich sehr gut und sehr schön. Und ich hoffe, das bleibt auch so. Das ist vielleicht auch mal ein direktes Lob an Daredevil. Und ja, da bin ich auch durchaus bereit, mal ein Let's Play zu machen oder auch einfach mal ein bisschen rumzutexten. Da habe ich dann auch kein Problem mit. Ich mag halt nur nicht diese ständigen Flamereien von manchen Leuten oder dann... Leute, die halt... Die halt irgendwie Ärger machen. Was ist denn... Ich glaube, ich habe mich verfahren. Das versteht man übrigens unter Rundkurs. Man fährt einmal rund und kommt wieder da an, wo man schon mal war. Es hat ja irgendwie so ein bisschen einen Comedy-Faktor für sich. Also, sofern hier ein Pfeil gepostet ist, auch wieder toll ausgedrückt, gepostet ist, sieht man ihn nicht gut. Ja, der hängt etwas zu weit da links, würde ich mal sagen. Den könnte man vielleicht auch noch mehr mittig platzieren. Mittig platzieren. Oh, yeah, yeah, yeah. Das ist an Tagen, wo man eigentlich keine Videos drehen sollte, passieren solche Sachen. Ja, wer fährt jetzt erst, ich oder du? Oder wer rammt erst, ich oder du? Ja, das war wohl eher dieser Seitenstopfen da. Seitenstopfen. Jetzt weiß ich schon wieder nicht, wie die Teile heißen. Diese weiß-schwarz LEDs Stopfen, diese Seitenmarkierungsstopfen, diese Seiten, diese weißen Latten, diese weiß schimmernden bei Lichtanstrahlung Latten, ja, wie auch immer. Juhu, kann man hier oben auch so ein bisschen wie Kitsch springen? Ja, kann man. Es gibt zwar keinen Turbo Boost, aber man kann springen. Hui. Warum setze ich einen Klinker? Ja, jetzt fragt sich wieder der eine oder andere, was ist ein Kit? Der andere weiß auch, was es ist, aber ja. Gab's in den 80ern, müsst ihr nicht kennen. So. Tag, Janine. Ach, Janine. Ey, ich red mit dir. Blöde Kuh. So. Ja, und wieder eine rote Ampel. Guck an. Hatten wir lang nicht mehr. Nein, aber ich muss wirklich sagen, also gestaltungstechnisch, jetzt wollte ich gerade das Ganze loben, da muss definitiv noch was passieren, würde ich mal vorschlagen, weil das geht ja nun gar nicht. Gestalterisch gesehen gefällt mir das Ganze wirklich schon besser als Version 1. Bis auf gewisse Straßen, die irgendwo in einem Backdrop enden oder halt in einer Wiese enden. In einer Wiese enden. Klingt recht amüsant. Naja. Wo geht's denn jetzt hin? Oh. Oh. Ja. Das nächste Mal nehme ich, glaube ich, den... Was nehme ich denn beim nächsten Mal? Ich könnte ja mal mit diesem Mercedes Sprinter fahren. Oder Offroad schieben, das wäre auch eine Möglichkeit. Ja, hier vielleicht nochmal etwas auf die Seitengestaltung außerhalb der Straße achten. Das wirkt noch etwas arg... langweilig hier. Also nicht die Straßengestaltung, sondern das Grüne am Rand. So, schauen wir mal. Terminus? Wir können doch unmöglich schon da sein.
Huch. Ja, ich würde mal sagen, hä? Okay. Also irgendwas ist hier noch falsch eingestellt. Ich bin da, habe 6 Minuten Verspätung, obwohl ich eigentlich erst um 10.45 Uhr laut Liste da wäre und wir haben 10.31 Uhr. Also irgendwas ist hier ein bisschen merkwürdig. Ja, das war dann wohl doch ein recht kurzes Let's Play. Wie gesagt, hier nochmal, da wir jetzt eh hier stehen, kann ich dir das gerade nochmal zeigen, Daredevil. Du hast ja jetzt hier die Bäume zum Beispiel gesetzt, da kann man vielleicht noch ein bisschen irgendwie, ich weiß nicht, mit Texturen arbeiten oder so, dass man da noch ein bisschen Blumen sieht oder halt so ein bisschen noch gestalterisch tätig werden. Ne? Also, ich weiß nicht, ich bin da vielleicht zu überperfekt, keine Ahnung, aber ja, wäre nochmal so ein Vorschlag von meiner Seite. Ja, was das jetzt mit dem Linienplan war, weiß ich nicht. Also wie gesagt, das waren jetzt 16 Minuten Fahrt. Wartet mal, ich mach mal gerade den Motor aus. Das waren jetzt 16 Minuten Fahrt. Ich habe immer das Gefühl, ich muss euch hier anschreien, damit ihr mich hört. Jetzt schaue ich mir nochmal ganz kurz den Fahrplan an, weil das kommt mir irgendwie gerade seltsam vor. So, entweder bin ich wirklich unfähig oder hat irgendwas falsch angezeigt. So, Neuenhagener Straße, 10.15 Uhr Start, Barmin Ende 10.45 Uhr. Also da zeigt er mir eine halbe Stunde Fahrt an. Und ich hatte jetzt Ankunft um 10.31 Uhr, war aber 6 Minuten zu spät. Das wäre dann eigentlich 10 Minuten Fahrt. Also laut Plan hätte ich vor 10 Minuten... Nein, Quatsch. Laut Plan... Jetzt wartet mal. Doch, klar. Laut Plan hätte ich vor 6 Minuten da sein müssen und hätte nur 10 Minuten fahren dürfen. Also irgendwie, da ist noch was im Argen. Da müsstest du vielleicht auch nochmal drüber gucken. Ansonsten, ja, schön gestaltet. Schöne grüne Bäume, wollte ich gerade sagen. Hier vielleicht nochmal, um das Ganze nicht so, ja, nicht so unebentlich, Gott, ich labe heute ein Zeug, Mann. Um das Ganze irgendwie ein bisschen exakter, um das Ganze hier etwas exakter darzustellen, vielleicht nochmal ein Tipp. Du kannst ja auch mit Markierung oder so arbeiten oder schlichtweg einfach hier zum Beispiel statt Asphalt auch diesen Belag von der Straße nehmen, weil ich könnte mir vorstellen, dass das auch ganz originell aussieht, wenn man hier einfach auch, ja, das Ganze mit dieser Straßentextur sieht, die diese Haltestelle. Also ich denke mal, du weißt, was ich meine. Fände ich ganz witzig. Und hier, ja, vielleicht, ich weiß nicht, diesen Gehweg hier, da kannst du ja auch Splines legen für die Leute zum Laufen und vielleicht statt wirklich Asphalt zu nehmen, da auch irgendwie so eine, keine Ahnung, so eine andere Textur, so ein bisschen Feldwegtextur oder so nehmen. Sieht bestimmt auch ganz lustig aus und wirkt nicht so ganz merkwürdig steril. Weil es wirkt ein bisschen steril hier, wo die da so unterwegs sind, keine Ahnung. Oder vielleicht noch hier ein paar Büsche hinsetzen. So, jetzt habe ich aber genug gelabert. Ja, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich denke mal, ich denke mal, vielleicht mit einem Update von Hellersdorf. Ich denke mal, vielleicht auch mit was ganz anderem, womit ihr gar nicht rechnet. Keine Ahnung. Ich danke euch fürs Zusehen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.